In the faraway future, mankind has taken to the stars, colonizing planets throughout the universe, settling peacefully across the new frontier. But then they came. Vapor beams, the Outriders, attacking without warning, killing without mercy. Lacking in compassion and humanity, they excelled in technology. They came for our resources. Mankind stood their ground, but learned all too painfully that vapor beings don't die in our dimension. They jump, then return, relentless, unstoppable. Now, it's time to strike back. Equipped with the most advanced technology of the new frontier, an elite group of heroes stands ready to fight the Outriders. Humanity's last line of defense, their only hope, they are Saber Rider and the Star Sheriffs. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video von mir. Wie ihr seht, geht es hier um Saber Rider und die Star Sheriffs. Das ist ein Kickstarter-Spiel zu einer alten Anime-Fernsehserie, die früher auf Tele5 kam, die ich als Kind geschaut habe. Und später auch, glaube ich, auf RTL 2. Und ich bin da eigentlich ein echter Fan davon. Ist wirklich, sag ich mal, ein Trickfilm noch der alten Schule. Es geht um Freunde und das Weltall und alles so ein Zeug. Auf jeden Fall, ich fände es richtig cool früher und ich habe das auch sehr, sehr gerne geschaut. Habe auch die Filme auf Blu-ray gekauft und also die Serie auf Blu-ray gekauft und auch die den Soundtrack dazu und es gab auch ein Hörspiel, 5 Teile, die habe ich mir auch besorgt. Und wie gesagt, das ist jetzt hier ein Kickstarter-Spiel, wirklich nur der erste Level. Und ich bin echt mal gespannt, was das Spiel so zu bieten hat. Ich bin jetzt gerade hier mal im Optionsmenü. Kann man ein paar Tracks auswählen. Ich habe es auf ganz leicht gestellt. Das sind die Leute, die mitgewirkt haben. Oh, das soll jetzt mal jetzt nicht stören. Fangen wir einfach mal an. Also ich war wirklich happy, als ich davon gehört habe, dass es da ein Kickstarter-Spiel geben soll. Von Bud Spencer und Terence soll es ja auch bald ein Spiel geben, also bin ich echt mal gespannt drauf. Und es wird auf jeden Fall unterstützt, es wird alles gekauft. So, los geht's, im Hintergrund Renrod. Es sieht aber wirklich aus wie ein Super Nintendo-Spiel. Also genauso wie ich es mir echt gewünscht habe. Früher gab es das ja nicht und das holen sie jetzt hier mal nach damit. Ich glaube, besser hätte man das echt nicht machen können. Ich war als Kind echt verrückt danach. Ich habe das im Garten nachgespielt und all so ein Zeug. Das ist echt eine wunderbare Serie. Ja, die Bösen sind hier die Outrider. Und die versuchen halt die Menschheit im Prinzip zu vernichten und alles, was die Menschheit hat, im Prinzip an sich zu reißen. Und wenn man die erschießt, gehen die halt zurück in die Phantomzone, wo sie herkommen. Also ich kann die Serie wirklich nur jedem ans Herz legen, das ist echt wunderbar. Man hat auch mehrere Figuren normalerweise, der Saber Rider ist der Anführer, dann spiele ich gerade Fireball, da gibt es die April, das Mädel von der Gruppe und dann noch den Colt. Colt ist eigentlich mein Favorit. Und jeder hat eigentlich so sein eigenes kleines Fortbewegungsmittel. Also April hat Ramrod, Fireball hat seinen Bronco Buster, also sein Auto. Und Colt hat sein, das ist glaube ich der Bronco Buster, so ein kleines Raubschiff. Und Saber Rider hat sein Pferd halt. Aber es haben sich wirklich Zeit genommen hier und liebevoll die ganze Sache gemacht. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und wie gesagt, wenn das Spiel rauskommt, das kaufe ich mir auf jeden Fall. Das ist ja wunderbar gemacht, das ist alles so ein bisschen westernmäßig, also wie auch in dem Trickfilm und mit halt modernen Geräten, also mit Raumschiffen und das ist halt richtig ein geiler Mix, finde ich, aus alten und neuen. Ich habe wie gesagt mal alles ganz einfach eingestellt, weil ich glaube, sonst würde ich hier im ersten Level nicht mehr überleben.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass da jetzt so ein Demo-Level einfach mal dazu rauskommt, dass man das mal antesten kann. Ich hätte dazu mal ein Video gesehen, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist immer frei. Spielt sich wirklich wie so ein altes Super Nintendo Spiel, wie so Pro Protector oder sowas. Ich denke mal, das ist da auch bestimmt ein Vorbild. Gibt's ja vollwertigen Spiel, der bestimmt so eine Riesenroboter-Einheit, so ein Renegade, das ist bestimmt richtig cool. Und auch Jesse Blue, der Hauptbösewicht neben Nemesis, wird sicherlich da auch vertreten sein. Also, richtig spannend, wie die Entwicklung davon weitergeht hier. Das ist jetzt mal der erste Endgegner. Aber ich das sehe, wollte ich ja hier in der Mitte stehen bleiben. Weil in der Mitte schießen die eigentlich gar nicht. Das war's, Lars. So, es dürfte der Spaß gleich zu Ende sein. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen und ja, ich denke, das wird ein schönes Spiel und wir sehen uns im nächsten Video.